Belize? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Scheiße. Das warnt ihn davor, dass er nicht dahin gehen soll. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Schon ein bisschen unfair. Naja, erstmal willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Himmels Willen soll das bedeuten? Ja, was zum Himmels Willen soll das bedeuten? Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Ein Traum und hinter mir sollte eine Kiste sein. Sequenz 2, Erinnerung 1. Eingekerkert. Flucht mit Hilfe von Rauchbomben. Ich habe doch Rauchbomben benutzt. Hallo, ihr Traurigen. Ich dachte gerade, da liegt ein Vetter vorm Grab. Okay, da ist ein Zeichen der Assassinen. Aber Frage ist gerade so ein bisschen, wie soll ich da reinkommen? Vielleicht einfach durch die Tür da vorne. Also zum einen ist das hier Händler. Oh, Mon Amour.
Ich begehre dich, mein kleines Dreckspätzchen. Zeige mir deine Emotionen. Ich leuchte auch schon wieder. Tja, sie war echt Templerin, ey. Krass. Hallo, Bruder. Der Kult des Baphomet. Schwierigkeitsgrad 2. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstungsstücke, um Ihr Level zu erhöhen. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr 2 heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Hört sich doch einfach an. Warum rennt der hier rum? Jetzt gehen wir mal kurz nach oben. Vielleicht kann ich hier oben einkaufen. Geht weg, ihr tanzendes Gesindel. Verbrauchsgegenstände. Alles auffüllen. Okay. Ja. Alles voll. Und jetzt? Sonst kann ich hier nichts machen. Kühle Köpfe bewahren. Aussichtspunkt. Auf Notre Dame ist auch ein neuer Aussichtspunkt. Voulez-vous coucher avec moi? Je m'appelle, Xi. Köhler, Zauber de Rito. Burrito, Brito, Andale. Ja, in Frankreich wäre ich gut aufgehoben. Sie würde mich wahrscheinlich direkt steinigen. Wow, schick. Ach du Kacke. Alarmglocken sabotieren, okay. Ah. Ich hätte bestimmt auch die Treppe nehmen können. Na komm, hoch mit dir. Scheint ja schon ein bisschen schwieriger zu sein, auf den Aussichtspunkt zu kommen. Ob wir den Glöckner... Wie ist das denn jetzt passiert? Ach du Kacke. Ich hab jetzt schon einen Schock bekommen. Da sind wir wenigstens schon mal auf dem oberen Dach. Was wollte ich sagen? Ach ja, vielleicht finden wir ja den Glöckner. Da sind die Wasserspeier, die im Disney-Film den Glöckner unterstützen. Da kommst du einfach so hoch? Nö. Merde. Ich hoffe, der schießt gerade nicht auf mich. Ach, hier oben dürfte mich gar keiner sehen. Ich überlege gerade echt, wie ich da hochkommen soll. Ich muss anscheinend über die andere Seite kommen. Ah, siehst du, hier ist ein Gerüst. Ach, an den Streben kann ich klettern.
So, synchronisieren wir mal. Mordsmäßig. Notre Dame haben sie echt, Notre Dame? Komm. Sie haben die Kathedrale schön dargestellt. Und jetzt auf die Kirche. Jetzt nicht da unten auf, in den Heuballen könnte ich hüpfen. Da sind ja auch dämliche Wachen. Vor allem, wenn wir schon hier sind, versuchen wir auch die Nebenmission zu machen mit den Kelchen, oder? Und sind jetzt so Zettelchen, da weiß ich aber auch nicht, was die bedeuten. Genau, lauf mal bitte normal. Achso, das ist von dem, von den Dachstreben hier. Na? Okay, da haben wir die beiden Kelche. Ah, jetzt war, habe ich das gesehen mit dem schnellen Abrutschen. Ein offenes Fenster. Das wäre auch zu einfach, oder? Da ist ein offenes Fenster. Drücken Sie B, um sie zu sabotieren. Tja, damit habe ich den ersten Kelch schon mal gestohlen. Ich weiß, das ist eine Nebenmission, aber ich will halt auch mal was klauen. Da hängt ja wie so eine Nudel da dran. Ach, da ist eine Alarmglocke. Genau, das merkt natürlich keiner. Richtig, dann wäre ich vielleicht hier rausgekommen. Jedenfalls so, wie ich gedacht hätte.
Dich krieg ich noch! Komm, lass mich gehen. Du musst anonym werden, um fortzufahren. Zip. Gegner erinnern sich an sie, wenn ein Konflikt beendet ist. Tja, das will ich natürlich sehen. Hallo, Straßendirndl. Blauen Kisten war nicht öffnen, also konnte ich nicht öffnen, ne? Genau. Weil Mission fehlt. Was ist denn ein Grüner? Weiß man natürlich nicht, ne? Dam, dam, da, dam. Moment. Genau, warum sollte es hier eine Treppe geben für in die erste Etage? Ich kann ja auch von draußen da reinklettern. Im optimalen Fall. Sehr schön. Klappt nämlich wieder wunderbar. Ja? Ja, du mich auch. Boah, kotzt die Wand an. Boah! Oh, lass mich einfach in das Ding rein, danke. Oh, sehr freundlich. Jetzt muss ich mal gucken, wenn wir schon auf dem Weg sind, was dieses Zeitungssymbol ist. Ach da. Le Patriot, 1789, wahrscheinlich Zeitung. Also kann man Zeitungsartikel sammeln. Sehr schön. Ja, irgendwelche Schnipsel aufsammeln, macht doch immer Spaß. Na, lass mich hier durch. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet: Der Vater des Verstehens. Gerne. Aber auch irgendwie ein bisschen doof. Weil er ist aufgestanden, ist dann nichts mehr passiert. Und ich finde auch ein bisschen doof, dass ja, das Auffüllen von allem mich immer ein bisschen was kostet. Und weiterhin regt mich natürlich auf, dass wir, ja, wie soll man sagen, hier so dämliche, nicht Mission, Mission ist das falsche Wort. Ja, wir schalten einzelne Bezirke erstmal frei, das ist mir klar. Das Rote sind immer Sperrbezirke wahrscheinlich. Aber so, boah, so viele Kisten, die einfach überhaupt Untergrundseingang. Habe ich auch noch nicht geguckt. Aber die Kisten sind ja alle nicht öffnen. Die kann ich ja alle nicht öffnen. Außer die Truhe, die ich bei Notre Dame wahrscheinlich vergessen habe. Kühle Köpfe bewahren. Berühmte abgeschlagene Köpfe für Madame Tussauds beschaffen. Genau, lass mich einfach durch. Alles ist gut. Oh. 750 Belohnung.
Ich bin Madame Tussaud. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Gerne. Mit den Angestellten sprechen. Hast du Köpfe geklaut? Die Agentin hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Boah, manchmal weiß ich nicht, warum der plötzlich anfängt, so stehen zu bleiben. Also das Gehen nochmal zu verlangsamen. Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Saint-Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Er war ein stiller Verehrer von ihr. Mhm, und was will er mit dem Kopf dann anfangen? Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Hallo Kopf. So, Aussichtspunkt. Gibt's auch hier, ne? Können wir sogar auf dem Weg mal eben holen. Ich hoffe, es ist okay, da ich so ein bisschen die Nebenmission auch abklapper. Ich finde das immer ganz interessant. Klar sind die Nebenmissionen nicht so gut inszeniert wie die Hauptstory. Beziehungsweise sind sie teilweise gar nicht inszeniert. Hä? Hallo? Sollte hier nicht einer sein? Eine Kokarde? Weil wo sollte sie sonst sein? Oder versteckt sie sich im Gebäude? Oh, da kann ich schon wieder kotzen, weißt du? Was ist das? Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vidocq. Überleg doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vidocq. Also, Informantensachen. Der vorausgesagte Mord. Instruktion zur Durchsetzung von Recht und Gesetz.
Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Seht, wenn ihr es das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Ich werde es euch einfacher machen und die Grundlagen hier auflisten. Lest es und dann geht dann da raus und schnappt die Mörder. Erstens, all eure Entdeckungen werden in einer Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Einige Hinweise werden euch an neue Orte führen. Seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Seht euch die Fallakte an, benutzt euren Kopf. Welche der verdächtigen Personen hatte die Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv? Wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtigen das Verbrechen begangen haben kann, dann kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Tja, hört sich doch gut an. Polizei Fraggle hat auch nichts zu tun. Da geht es jetzt einmal ums Kloster und um die Köpfe, ne? Die Leiche untersuchen. Ab hoch hier. Tja, es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, wo wir uns dann das nächste Mal beschäftigen werden, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich dachte schon, wir sehen da eine Hinrichtung. Ja, wir sehen sogar sowas ähnliches. Bitte nicht runtersteigen. Oder so. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich krieg die Krise. Au! Ey, wie sie mich verarschen wollen einfach. Ich drück A und er springt nach unten. Ey, ich hasse das Spiel langsam. Das Klettern ist für einen Arsch. Man fällt überall runter, wenn man beschossen wird. Genau, wenigstens falle ich jetzt hinter einen Zaun. Jede Wache ist Scharfschütze. Alle Zivilisten, da wird einfach durchgeschossen auf mich drauf. Wir waren schon am Ende des Parts eigentlich, ne? Jetzt aber. Arschlecken. Da könnt ihr lange suchen, Wachen. Wo soll ich hin? Wo zum Geier? Wieso Ubisoft? Wieso zum Geier Ubisoft? So sieht's aus. Next time.